So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim. Ich habe gerade nochmal gespeichert während der Pause zwischen den beiden Folgen. Mann, ist das hier laut. Ich gucke lieber auf den Boden, nachher habe ich hier irgendeine Falle, die ich übersehe. Was? Ganze zwei? So, eine ist down. Die nächste wird zu folgen. Zack. Habe ich dich platt gemacht. Guckst du, hä? Oh, geil. Zwergenbolzen kriegen wir hier. Scheiße, ich habe keine Armbrust dabei. Das ist jetzt aber unpraktisch. So, regenerieren wir uns hier? Ja, wir regenerieren uns. Wenn auch nur langsam, aber Regeneration ist Regeneration. Was ist denn das hier für ein Ding? Ich stelle mich mal lieber nicht drauf. So, wir nehmen das hier mal mit. Eieiei, seht ihr, ich habe keine Ahnung. Wenn wir hier in irgendwas reindappen, in das wir nicht reindappen sollen, dann haben wir ein großes Problem. So, da wir die beiden Fähren jetzt getötet haben, speichere ich nochmal. Ich sehe hier schon fünfmal haben wir hier drin schon gespeichert. Aber wenn wir sterben sollten, will ich nicht mal alles von vorne durchmachen. Das ist nun halt eben das Ganze. Das hier ist nun halt eben nicht Call of Duty, wo es vorprogrammiert. Oh, guck mal, hier haben wir eine Schmiede. Eine Schmiede haben wir hier. Ist ja interessant. Da habe ich es gesehen. Boah, wie die schön geflogen ist. Aber, was ich auch gerade gesehen habe, wir haben ja gar keine coolen Pfeile mehr ausgerüstet. Wir haben ja gar keine Vulkanglaspfeile mehr. Oh, total schade. 14 machen die? Die machen 16. Natürlich die mit 16 hier. Da ist sie. Ich habe sie schon gesucht. Ah, komm her. Putti, putti, putti. Wie die mich einfach übersehen können, ne? Aber da sieht man mal, wie krass stark einfach meine Rüstung hier ist. Jeder normale Mensch hätte mich schon locker entdeckt. Locker. So, wir können mal gucken, die nehmen wir hier aus, bis wir schwer genug sind. Von dem Zeug können wir ja Barren herstellen bei uns zu Hause. Ich bin schon mal gerade gespannt. Ist das ein einfacher Raum? Dann machen wir den nochmal auf. Komm, wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch gleich hier mitnehmen. So. Die Truhe schließen wir auf. Mal gucken, was wir da drin Schönes finden werden. Vielleicht können wir es ja zu unserem Gunsten nutzen. So, offensichtlich war das gerade falsch. Finden wir da sowas. Müsste doch eigentlich ganz easy aufzuschließen sein. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? So, Gold, kleiner Seelenstein. Und Löffel. Okay, den Löffel kann er behalten. Schneesturm. Schneesturm ist sehr geil. Schneesturm, das ist richtig krass. So, jetzt sind wir sogar noch eine Stufe Schlossknacken aufgestiegen. Auch gut. So, silberner Amethyst. Sehr schön. Wirklich sehr schön. So, wir öffnen eine Tür. Okay, jetzt guck mal, die Rolle des Schneesturms. Boah, ich meine, das schon wieder viel zu häufig hier speichern. Aber weil es einfach so viel Spaß macht. Okay, hier haben wir ein Ziel. Okay, ein Ziel weniger. Seht ihr, Leute? Da wäre jetzt eine Druckplatte gewesen, die man leicht mal gerne übersieht. Wir müssen eigentlich komplett die andere Richtung. Also gehen wir mal in diese Richtung hier. Ich gehe einfach mal hier lang. Okay, hier ist einfach nur ein Raum. Auch gut. Boah, mein Herzschlag ist irgendwie immer noch ein bisschen auf dem hohen Level gerade. Das ist nämlich richtig krass, wie nervös man hier ist, ne?
doch gehört, ich hab's gehört. Ich hör's doch, dass hier welche sind. Verarscht mich nicht. Was ist hier hinter der Tür? Eine Tür haben wir hier. Oh, ich bin gerade richtig krass nervös, Leute. Ey, habt ihr gar nicht. Das glaubt ihr mir nicht. Ja, super. Okay, eine Zwergenfähre war hier drin. Auch gut. Alter, wie heißen die Dinge? Kann ich gleich mal gucken. Eine Zwergensphäre. Genau, eine Zwergensphäre war hier drin. So, und diese Zwergensphäre hat die Truhe hier bewacht. Hat die denn irgendwas Interessantes? Ja, 3 Gold, super. Das Feuersturm ist auch nochmal richtig nice. Feuersturm ist auch richtig cool. So, ich werde jetzt mal gerade nicht speichern. Wahrscheinlich werden wir gleich zum Dank sterben. Da ist schon eine, da sehe ich doch von hier. So, jetzt habe ich doch schon gesehen, dass hier eine war. So, nämlich ein Dwenerkreis, das war eine Zwergenspinnenarbeiter. Die sind noch mal ein bisschen stärker als die normalen Zwergenspinnen da. Okay, das ist nicht gut. Ich höre Schnaufen. Das ist meistens ein Hinweis für Falma. Oder das sind Maschinen, die hier am Schnaufen sind. Aber wir werden selbstverständlich trotzdem mehr Blicke werfen. Oh! Wir können noch Folgendes machen. Guck mal, die wollen doch hier herauskommen extra. Ja, in der Tat, wollen die auch. Und die hat uns gesehen. Da ist noch eine. Boah, ist mal einmal nicht hier am Schleichen. Und schon hat ein Gott um die Welt gesehen. Komm her, komm her. Verdammt, ich hab daneben geschossen. Wieder daneben? Ist ja peinlich. Da, stirb. Da ist doch noch eine und die sieht mich. Das ist nicht gut. Aber ich sehe sie nicht. Naja, gut. Wir gehen mal ein bisschen hier lang. Ah, aber Schleichen verbessert sich gerade. Sehr schön. Da ist sie. Guck mal, Schatzi. Ich meine, wir müssen uns natürlich hier den Rücken mal ein bisschen frei halten. Oh, wir können eine neue Stufe aufsteigen. Das machen wir natürlich. Und weil ich gerade ein bisschen paranoid bin, nehme ich Gesundheit. So. Und weil wir jetzt aufgestiegen sind, speichern wir. Seht ihr, Leute, ich finde wegen jedem Scheiß einen Grund zu speichern. Ah, wunderbar. Die erlösende Zur an Alftant Animonoculatorium. Ach, was das wohl sein soll, ich habe keine Ahnung, Leute. Gut, aber offensichtlich sind wir gerade noch nicht auf irgendwelche Falma gestoßen. Das ist doch ganz gut. Denn mit Falmern, die haben meistens ein bisschen mehr Leben als diese komischen Zwergenviecher da. Und Falmer können ganz ungemütliche Gegner werden. Also hoffen wir mal, dass wir Falmer hoffentlich sehr wenig nur noch begegnen. Aber das mit diesen zwei Zwergendinger, da war ja auch noch gerade ein bisschen ärgerlich. Einmal nicht am Schleichen und batz, haben sie sich gefunden. Bisschen machtlos. Na gut. Ich glaube, wir sind ja schon in der dritten Folge in dieser Session, um es mal kurz anzumerken. Ich glaube, ich wollte heute ungefähr 5 oder 6 Folgen aufnehmen, damit ich was für heute und heute, beziehungsweise noch ein bisschen was für morgen zum Hochladen habe. Das heißt eigentlich morgen und, ja, morgen eigentlich eher, denn heute muss ich auch noch rendern und sowas. Das gibt's ja auch noch. Weil hier gibt's wieder einen Raum, in den man reinkam. Wir wollen ja nichts auslassen. Das heißt, ich versuche nichts Wichtiges auszulassen. Natürlich gibt es immer wieder mal Orte, wo ich von mir aus sage, oh, einen Falmer-Helm haben wir hier. Den nehme ich einfach mal mit. Und hier haben wir schon was Falmer-mäßiges. Okay, offensichtlich, wir stoßen gerade auf Beweise, dass wir
eventuell gleich auf Falmer stoßen werden. Oh, und ein Falmer-Schild. Ich nehme es einfach mal mit. Man weiß ja nie. Und da wir gerade da von vorne erst da kommen, werde ich jetzt nicht speichern. Allerdings gilt Obacht. Denn was erwartet uns jetzt hinter dieser Tür? Nichts. Erstmal nichts. Ein Falmer erwartet uns. Nee, kein Falmer. Eine Zwergenspinne. Hat uns offensichtlich keiner gehört. Das ist doch schön. Die lassen wir da jetzt mal. Da ist so eine Kugel. Komm, die werden wir jetzt plätten hier. Was? Wie fährt die hin? Ist ja mal voll buggy. Scheiße! Und wieso schieße ich denn mit... Was ich eigentlich ganz verstehe, wenn wir mal Pfeile ausgehen, können die doch ruhig hergehen und hier mal die ein bisschen stärkeren Pfeile reinpacken, anstatt immer gleich aufs Schwächste zu gehen. So, ich hoffe, es wird nun... Ich hoffe mal, dass jetzt hier niemand das in Brand stecken wird. Sonst sieht's kacke für uns aus. Ach du Gott. Komm, die Eier müssen wir mitnehmen. Ach Gott, wenn wir jetzt diese Krausus-Eier hier schon aufnehmen, dann wird hier bestimmt auch einer in der Nähe sein. Das ist doch... Oh, ich will mich hier nicht hier draufstellen. Ich weiß nicht, was da passieren wird. Das ist doch eigentlich schon so vorprogrammiert jetzt quasi. Ach du Scheiße. Okay, hier muss ich jetzt speichern. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen mitbekommen... ist sehr hoch, aber wir haben es geschafft. Ich bin von mir selber überrascht. So. Na, diese Eibeutel, da wir ja nicht jeden Tag hier zu diesen Eibeuteln bekommen. Das, was das jetzt nennt man jetzt Rückendeckung. Sollte sich irgendein Mongo von hinten anschleichen, haben wir Deckung. Okay, hier sieht es jetzt schon sehr Falmer-mäßig aus. Kalt, düster, dunkel. Falmer-Style halt, so. So, die da lebt. Jetzt haben wir mal... Was? Die hat überlebt? Ich habe daneben geschossen. Ich wollte gerade sagen. Wieso habe ich nicht gerade daneben geschossen? Oder waren hier zwei? Da liegt nämlich auch noch eine. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich getroffen haben soll. Aber gut. Aber gut. So. Jolender Ring... Ja, also... Mal gucken, hat er noch mal einen Pfeil? Nee, hat er nicht. Ich glaube, die Pfeile gehen bei denen hier kaputt. Die bleiben nämlich nicht wie bei Fleisch. Bei menschlichen Wesen ist es ja so, die bleiben ja meistens dran stecken. So, ich hoffe, hier haben wir nichts Fliegendes drin. Ich würde hier ja gerne mal einen Blick runterluxen. Aber hier geht es offensichtlich sehr steil nach unten. Und ich will das Risiko nicht eingehen, dass wir hier runterfallen werden. Ah, hier sehen wir was. Okay, da ist was Totes. Ich höre es doch schon bis hierhin kämpfen, aber ich will trotzdem wissen, was dahinter ist. Auch rein, um euch mehr Spielinhalt bieten zu können. Deswegen speichere ich dann. Ah, das hört sich nach einer... Boah, die kämpft dagegen den Stein. Ist ja auch eine sehr mutige Spinne. Boah, bleib mal stehen hier. So, jetzt aber. Die habe ich weggemacht. So, huch, wo geht's denn hier hinten hin? Nirgendwo, okay. Aber da ist auch keiner mehr. So, hier keine Fallen. Keine Fallen, sehr schön. Gold, Pelzschild, kannst du behalten. Oh, hier war noch einer drin. Nehme ich natürlich mit. So, und hier müssen wir jetzt aufschließen. Experte sogar, ja, da sind wir gefordert. Ein Experte, der keine Ahnung hat, wie man Expertenschlösser knackt. Super. Ah, doch. Oh, ich wollte schon gerade sagen hier. Das wäre doch zu einfach gewesen.
Ah, das war zu weit runter, okay. Ah, ich freue mich schon, wenn wir Schlossknacken auf 100 haben, das Level 100. Sieht man ja unten diesen Balken, der sich da langsam füllt. Geht bis 100. Und wenn man 100 hat, hat man halt eben die beste Stufe damit. Dann kann man halt eben fast alle Schlösser knacken. Dann kann man einen Dietrich bekommen, der nicht mehr zerbricht. Dann haben wir eigentlich kein Problem mehr hier. Jetzt müssen wir ja mal wieder neu ansetzen. Das müssen wir dann mit einem unzerstörbaren Dietrich nicht. Super, wir haben es jetzt offen. Ah, super, jetzt haben wir hier gleich noch eine Meistertruhe. Dann hoffe ich aber auch, dass sich jetzt hier etwas drin befindet, dass es sich lohnt, seine Dietriche zu verschwenden. Müssen wir erstmal gucken, dass wir einen passenden Winkel finden. Okay, ich probiere es einfach mal random auf der anderen Seite. Auch nicht. Die gehen ja auch sehr schnell bei kaputt, also. Da ist es. So, jetzt habe ich ungefähr gefunden, wo es ungefähr ist. Gucken wir nochmal. Okay, ich muss mal was weiter oben ansetzen. Okay, das war, glaube ich, zu weit. Okay, offensichtlich ist es weiter runter. Offensichtlich ist es weiter runter. Probieren wir es hier. Ah, auch nicht. 25 Dietrich haben wir noch. Oh Gott, irgendwo da muss es doch sein. Irgendwo hier ist es. Ist es das? Nein. Es ist schon ein bisschen ärgerlich, dass es nicht funktioniert. Es ist auf jeden Fall zu niedrig. Es ist zu hoch, oder? Ich habe keine Ahnung gerade, ganz ehrlich. Ich will einfach nur diese blöde Schlossaufhaben. Guck mal, ich bin doch. Ich hab's doch eigentlich schon fast. Das gibt's doch nicht! Ich geh auf! Muss ich gleich hacken oder was? Cheaten. Geht doch. Jetzt habe ich noch 18 Dietrich. Ich will jetzt aber was Sinnvolles hier drin haben. Oh. 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 Ja. Ja. Oh. Das ist nice. So, Skelett durchsuchen. Und jetzt Zaubertrick. Oh nein, es will nicht auseinanderfallen. Komm, so ein Skelett fällt doch normalerweise auseinander, oder? Wie habe ich dem jetzt den Pfeil so tief in ins Becken gerammt, dass ich ihn nicht mehr rausbekomme? Ja, doch, kann ich. Ich wollte schon gerade sagen, wäre das ja voll kontraproduktiv gewesen. So, eine Truhe in der Ecke versteckt. Amulett von Ständer. Okay. Von Ständer, okay. Davon haben wir, glaube ich, ja schon eins. Aber nichts Pause machen. Es geht gleich weiter. Okay. Gut. Ich glaube, das hier ist kaputt gegangen. Ja, scheint fast so. Ich bin aber immer noch ein bisschen gerade am gucken. Da hinten habe ich die Befürchtung. Da muss irgendetwas sein. Ein Falmer-Pfeil, der macht zwar kaum Schaden, aber ich nehme ihn mal mit. Ist ein schickes Souvenir. Ey, kommt, Leute, wenn hier noch Falmer-Pfeile schon stecken, dann müssen die doch hier irgendwo sein. Ihr könnt mir doch wohl nicht erzählen, dass hier überall Falmer-Waffen und Gegenstände rumliegen, aber es hier keine Falmer gibt. Da ist es, da ist es ja. Was ist denn hier drin? Okay, Archai. Der Harmonie. Was passiert denn, wenn ich... Ah, okay, es aktiviert einfach nur das Ding da. Da geht's aber noch tief runter, mein lieber Scholli. Mein lieb... Ich höre was laufen. Ich habe was laufen gehört. Hui, wie kommen wir hier eigentlich gleich wieder hoch? Fällt mir mal gerade so nebenbei auf. Wie, muss man jetzt hier runterspringen oder was? Ich bin doch nicht lebensmüde. Wie komme ich jetzt hier runter? Sowas wie ein Weg gibt es ja gerade. Sehe ich ja gerade nicht hier.
komme ich hier runter? Scheiße. Okay, Zeit ist um. Ah, da hätte ich jetzt eine Idee. Ich könnte von da drauf springen und dann da hinten. Okay, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Skyrim. Tschüss.